Die Fahrt durch die Westfjorde bietet spektakuläre Ausblicke, denn die Straße windet sich immer am Fjord entlang. Die Westfjorde sind eine eigene Welt. Sie sind nur spärlich besiedelt, es gibt wenig Tourismus und genau das macht den Reiz aus. Aber Achtung! In den Westfjorden sind hunderte Kilometer Schotterpiste zu fahren, die teilweise wunderschön, aber doch sehr abenteuerlich sind. In den Westfjorden gibt es außerdem deutlich weniger von den ganz spektakulären Sehenswürdigkeiten zu sehen. Außer den Dynjandi, den wir hier gerade sehen. Und den größten Vogelfelsen Europas, den Latraberg. Dazu gibt es aber eine eigene Episode. Es gibt aber auch riesige Strände. Auf Grund gelaufene Walkutter und einsame Kirchen. Und wunderbare Hotpots gibt es natürlich auch.